Hallo Leute, in diesem Video geht es um zwei Themen, für die ich schon bekannt bin, nämlich Getränke, wie hier hinter mir zu sehen, und Sachen aus der Vergangenheit, also jetzt nicht aus der langen Vergangenheit, aber so aus meiner frühen Jugend bzw. späten Kindheit. Fangen wir mit dem Getränk an. Also hier, um ein paar aufzuzählen, A&W Root Beer, Flying Power Juicy, Club Mate, hier hinten noch ein Blow, ein Booster, jede Menge Monster, hier ein Cola Cherry. Also gut, jetzt habe ich ein Latella Orange Grapefruit Zitrone. Zum Wohl, Prost. Verspricht nicht zu viel. Schmeckt eigentlich ganz gut und kommt dem Namen Latella gerecht, also passt eigentlich alles. Ganz kurz vorweg nur, es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder längere Zeit kein Video gemacht habe. Ich habe doch mit einem Arbeitskollegen, ich habe immer gesagt, ja, jetzt weiß ich nicht, wann ich ein neues Video machen soll, und er meint, irgendwie, ja, jetzt sagst du schon öfter, dass du ein neues Video machen willst und so, und ich habe halt keine Lust gehabt oder andere Dinge zu tun gehabt, aber jetzt ist es ja wieder mal so weit, wie ihr alle sehen könnt. Nun, und nun gehen wir zum zweiten Teil sozusagen über. Ja, und zwar habe ich hier das Topic Nummer 150. Von März 2004, hier ganz groß mit der Pink drauf. Was gibt es zu sagen? Ich habe das wieder mal ausgekramt, habe mir gedacht, ist vielleicht ganz nett, darin ein bisschen zu stöbern. Also, und zwar die Geschichte dazu ist die, dass in der Schule wurde irgendwie jedem Schüler nahegelegt, so ein Heft zu abonnieren, weil das im Unterricht dann gelesen wurde und so. Das hieß, glaube ich, zuerst JÖ, also J-Ö-Ö. Und das gab es dann irgendwann nicht mehr und wurde dann zu Topic umbenannt. Oder halt ein anderes Produkt, das jetzt so heißt. Weiß nicht, ob es das immer noch gibt, vielleicht gibt es das mittlerweile eh nicht mehr. Aber ich habe mir gedacht, von 2004 ist vielleicht mal interessant, das ein bisschen anzuschauen. Ja, also hier einmal das Inhaltsverzeichnis. Eigentlich nicht viel zu sagen. Wie sich Topic veränderte. 1990 gegründet. Okay. Dann gibt es das eh schon so lange. Naja, warum auch nicht. Jedenfalls, hier halt so Artikel. Dann so ein paar technische News. Cabrio lernt schwimmen. Internet aus der Luft. Nemo im Kinderzimmer. Wozu wählen, dann ein bisschen was vielleicht Politisches, könnte man sagen. Und Wahlen in Österreich. Dann so ein bisschen was aus dem Ausland hier, also das steht Afghanistan, glaube ich, geht es hier. Ein bisschen. Dann ein tolles Gefühl zu helfen, da geht es um irgendwelche Rettungssanitäter, die halt hier berichten oder zumindest erklären, was sie alles Gutes gemacht haben. Die Kussattacke, wurde 16-Jährige vom Buschauffeur geküsst. Da gab es halt dann immer, gut, also das ist vielleicht an einer echten Geschichte abgekupfert, aber es gab dann immer so ein- oder zweiseitige Geschichten, die zum Beispiel im Deutschunterricht gelesen wurden. Hier so ein bisschen was dem Leben gegriffenes, Neustart ins Leben, wenn Kinder neue Eltern brauchen. Singende Riesen, da geht es um Greenpeace. Und hier um den Walfang. Hier ist sogar ein bisschen was angestrichen, ich glaube nicht, dass man das sehen kann, aber das ist ganz blass hervorgehoben, so als würden da irgendwelche Worte markiert gewesen sein. Dann geht es hier um Jäger der Urzeit. Also ein bisschen was über Tiere. Dann hier so Musikbands, wie das ausschaut.
Ja, hier ist jetzt natürlich die Pink. Start mit 2 Millionen von ihrem ersten Album Can't Take Me Home. Verkauft es im Jahr 2000 gleich 2 Millionen Stück. Also da gibt es halt dann hier die Geschichten. Indien ganz nah. Hilf mir selbst zu tun, irgendwelche Schulen, die hier hervorgehoben werden. Dann Büchertipps. Büchertipps. Harte Jungs, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Geschichte, die hier über zwei Seiten geht. Ballkünstler, wieder so eine Geschichte. Wir gehen zum Spiel gegen Rapid. Was sagst du? Also doch Fußball, stöhnt Julia. Ja, hier steht Forever Together. Und dann gab es immer auch ganz nett hier so, konnte man Fragen einsenden an den Dr. Ordner. Und da werden dann so Fragen von 13 bis 15-Jährige, sehe ich jetzt zum Beispiel auf dieser Seite, beantwortet. Ich kenne ein Mädchen schon lange, wir verstehen einander sehr gut und haben viel Spaß. Ich möchte sie fragen, ob sie mit mir gehen möchte. Aber ich habe Angst, dass ich sie dann verliere. Jürgen, 14 Jahre. Jürgen, da zwischen euch ein gutes Vertrauensverhältnis besteht, teile ich deine Bedenken nicht. Ich bin sicher, dass du sie nicht durch dein Geständnis verlieren wirst. Du sollst ihr offen deine Gefühle bekennen und deine Wünsche äußern, ohne sie zu bedrängen. Da deine Gefühle nicht ständig unterdrücken kannst, wird der Kontakt mit ihr wahrscheinlich nicht mehr so unbeschwert sein wie in der frühen Kumpelsituation. Es hat sich also ohnehin bereits eine Veränderung in eurer Beziehung ergeben, die deine Freundin registriert und sie vielleicht irritieren wird. Es ist daher besser für euch, Klarheit zu haben. Also solche Fragen wurden da immer eingeschickt oder meine Freundin mag ihn nicht. Oder in dem Fall von der 14-jährigen Tanja geht es auch um so einen ähnlichen Fall, dass irgendwie der Bursche hat ihr gesagt, dass er mit ihr gehen will und sie hat darauf nicht reagiert und jetzt will sie doch mit ihm gehen und jetzt weiß sie nicht, wie sie es ihm sagen soll. Also halt immer so Beziehungsgeschichten oder hier sowas wie, ich bin so einsam, niemand interessiert sich für mich. Alle bekommen SMS geschickt, aber ich nicht. Ich bin Außenseiterin in der Klasse und weiß nicht warum. Ich bin weder hässlich noch dumm. Kein Junge schaut mich an. Ich habe es so satt, schüchtern zu sein. Anonym, 15 Jahre. Naja, wie auch immer. Dann geht es hier um einen Artikel über Schüchternheit, interessanterweise. Das passt natürlich ganz gut. Zum Beispiel, alles ganz normal. Schüchternheit kann ein Wesenszug sein oder eine normale Nebenwirkung der Pubertät. Sie ist eine von zwei Strategien im Umgang mit deiner Unsicherheit. Die einen stürmen und drängen, die anderen ziehen sich zurück. Das ist weder ein Grund zu verzweifeln, noch sich zu schämen. Fragen stellen, Rollenspiel als Übung, stelle ich in den Mittelpunkt, laut rufen. Lerne mit Aufmerksamkeit zurechtzukommen, indem du einer Freundin oder einem Freund in der Öffentlichkeit, Bus oder auf der Straße, laut eine Begrüßung oder Verabschiedung zurufst. Ansprechen. Ein Mädchen oder einen Jungen ansprechen ist keine leichte Übung. Für schüchterne Menschen ist es die Hölle. Es gilt, Übung macht den Meister. Bei sogenannten Ansprechübungen geht es darum, wildfremde Menschen auf der Straße nach der Uhrzeit oder Straße zu fragen. So sammelst du Selbstsicherheit. Fordern, blamiere dich. Nummer 8. Eine große Angst schüchterner Menschen ist es, sich zu blamieren. Also, auf geht's. Am besten eignet sich die folgende Übung. Geh etwas, was du gekauft hast, umtauschen. Oder frage in einem wirklich teuren Geschäft nach dem Preis für etwas, was eigentlich unleistbar ist. Na und? Du wirst lernen, fragen kostet nichts. Nicht fragen bringt nichts. Träume machen stark und das letzte dann sei mutig. Stehst du also wieder einmal kurz davor, deinen Blick zu senken, dann folge deiner inneren Stimme. Kannst du sie hören? Sie ruft Kopf hoch.
Ja, dann geht es hier Mutprobe für Mädchen. Keine Angst vor dem ersten Besuch beim Frauenarzt. Bei der Untersuchung bist du nie völlig nackt. Und da ist so ein Foto von seiner Frauenarztuntersuchung, wie auch immer. Dann geht es hier lustigerweise um Ostern. Und hier so ein Osterrezept. Dann gab es so einen Artikel immer über Spiele. Der verborgene Kontinent. Ich glaube, das Spiel habe ich dann sogar mal gehabt. Aber dann irgendwie, das waren irgendwie lauter Rätsel und so, das war mir dann auch irgendwie zu langweilig. Fantasiereich. Da ist schon wieder die Pink. Spielend unterwegs. Genau, das war eigentlich so, glaube ich, eine der ersten wirklich mobilen Konsolen, beziehungsweise da, wo man begonnen hat, das Handy auch für Spiele zu verwenden. Da gibt es jetzt von, ich habe die Marke vergessen. Da gibt es, ich kann es in die Beschreibung einfügen, aber es gibt jetzt wieder so ein Handy, das irgendwie so eine ausklappbare Spiele-Konsole-Steuerung hat. Und das haben sie eben damals schon einmal gehabt von Nokia. Aber das war dann, glaube ich, nicht allzu lang modern, oder? Das ist, glaube ich, dann irgendwie bald wieder verschwunden von der Bildfläche. Dann gibt es was anderes, nämlich Brieffreunde. Auch sehr interessant. Oder Autogramme. So, schauen wir mal, was kommt denn da noch? Sport. Ein Brot für alle Fälle. Und hier noch so ein paar Rätsel. Jetzt gehen wir nochmal da zu den Brieffreundschaften. Es ist eigentlich lustig, dass man immer so was sagt wie Vorsicht, man soll nicht seine Adresse öffentlich bekannt geben. Und hier war das eigentlich ganz normal, dass man seine volle Postadresse eingeschickt hat und die auch hier abgedruckt ist. Also man kann eigentlich hier wirklich die Postadresse nachschauen aus Polen. Interessant. Naja, also da ging es halt, die einen suchen halt nur einen guten Brieffreund, die anderen suchen halt ein bisschen mehr. Sowas wie, hi Mädels, ich, 15, suche ein Mädchen, Alter und Aussehen, egal, das eine Brieffreundschaft mit einem lieben, einfühlsamen, verständnisvollen und ehrlichen Buben will. Wenn du also ein Mädchen bist und einen Freund suchst, mit dem du über alles reden kannst, der dir hilft und mit dem du Spaß haben kannst, dann melde dich bei mir. Zum Beispiel, oder, hallo, ich bin ein 14-jähriges Schütze-Girl und suche nette Brieffreunde innen. In meinem Alter, meine Hobbys sind Radio hören, tanzen, mit Freunden plaudern. Ich bin ein ganz großer Fan von B3. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann schreibt einfach. Oder hallo an alle, ich, 14, suche seit langem Brieffreunde aus aller Welt. Wenn du gerne schwimmen gehst, dann ist dein Brief das perfekte Futter für meinen Briefkasten. Jeder Brief wird hundertprozentig beantwortet. Was mich jetzt auch ein bisschen stutzig macht, ist, die meisten suchen Brieffreunde. Aber bei Brieffreunden sind die Hobbys doch mehr oder weniger egal, oder? Ich meine, niemand zum Beispiel will mit dem Brieffreund schwimmen gehen, oder? Ich meine, Brieffreund sagt meistens aus, dass es zwei Personen sind, die weit auseinander sind. Wie können die schwimmen gehen? Es ist jetzt ein bisschen eine Interpretation, aber... oder zum Beispiel, hi, ich 13 suche Brieffreunde. Innen zwischen 13 und 15 Jahren. Meine Hobbys: Snowboarden, Musik, Linkin Park, Pink, Limp Bizkit, Eminem, Christina Aguilera, shoppen. Foto wäre toll. Punkt. Das waren immer alle Postadressen und dann gibt es hier auch eins mit E-Mail. Ich werde mal ausprobieren, ob die noch funktioniert. Hi Boys, ich 14 suche Freunde zwischen 13 und 16. Meine Hobbys: Snowboarden, SMS schreiben, Musik hören, Hip-Hop, R&B, tanzen, singen und mit Freunden ins Kino gehen. Schreibt oder mailt mir mal. Ich könnte eigentlich ausrechnen, wie alt die heute sind.
und dann entsprechend auch hinschreiben. Wobei, naja. Ja, früher habe ich manchmal gedacht, ich schreibe dahin, bin ein bisschen nett zu denen, schreibe mit denen hin und her, so briefpostmäßig und mache dann ein Date klar. Aber heute weiß ich, das geht einfach nicht. Es ist immer das gleiche Programm, weil es heißt dann immer sowas wie, nein, an diesem Wochenende muss ich lernen, da kann ich nicht. Oder an diesem Wochenende ist leider meine Katze gestorben, kann ich auch nicht. Oder es heißt einfach sowas wie, wir können doch Freunde bleiben. Klassischer Satz, hat sicher jeder von euch schon mal gehört. Die sind hängen geblieben, oder? Und ja, ich meine, die sind so hängen geblieben, ich glaube, die merken gar nicht, was da abgeht, oder? Und ich habe keinen Bock mehr auf das, es nervt, es ist immer das Gleiche. Sorry, ich muss einfach manchmal den Assi raushängen lassen. Ja gut, das war soweit wieder die Vorstellung von diesem Heft. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja auch an das Heft, vielleicht hat er es ja auch gehabt, vielleicht hat er es ja immer noch. Und ihr könnt mir ja auch schreiben, was ihr zu eurer Jugendzeit so gelesen oder abonniert gehabt habt. Ich werde hier mein Latella fertig trinken und das Video hochladen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bis bald. Pöli out.